Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kiwis Stricklust. Ja, wir sind heute in Folge 50 und ja, haben den 3.7. Freitag. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ja, ich habe ja jetzt im Moment den Einwochenrhythmus für mein Stricktagebuch. Handarbeitspodcast gewählt und möchte mit euch die Woche so ein bisschen Revue passieren lassen, was es so gegeben hat bei mir. Ich bedanke mich bei allen Kommentaren in den letzten, unter den der letzten Folge und auch diejenigen, die so ein bisschen zurückgucken, auch unter den alten Folgen. Und ja, ich verteile immer oder eigentlich immer Herzchen. Versuche auch zu antworten, was mir aber nicht immer gelingt. Deshalb nicht böse sein. Ich freue mich trotzdem wahnsinnig über eure Kommentare. Und ja, freue mich natürlich, dass die Zuschauerzahl immer noch nach oben geht, so dass ich merke, ihr seid mit meinem, wie ich es immer nenne, Gequatsche zufrieden. Für alle die, die mich noch nicht kennen, die jetzt hier einfach so reingestolpert sind, ich bin die Kirstin, werde Kiwi genannt und ja, so bin ich eigentlich auch in den Social Medias bekannt. Den Spitznamen habe ich schon von Kindesbeinen an und zwar gibt es dazu eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Das sind die Abkürzungen von meinem damaligen Vor- und Zunamen. Ja, und der ist eben halt schon über 50 Jahre, habe ich den jetzt intus und lege den auch nicht mehr ab. Auch wenn es manche gibt, die auch Kiwi heißen oder Kirstin, gibt es ja auch mehrere. Ja, mich gibt es nur einmal. Ich möchte ganz kurz mal sagen, so grober Fahrplan, worum es heute geht. Wir haben ein fertiges Objekt, ein noch nicht ganz fertiges Objekt. Dann wollte ich euch eine Zeitschrift vorstellen, die ich jetzt abonniert habe. Und letzte Woche ist die gekommen. Bei Instagram, wer mir da folgt, hatte ich schon mal ein Bild hochgeladen. Und da kam die Anfrage, ob ich da nicht mal ein bisschen über diese Zeitschrift erzählen kann. Es hat nämlich nur im Groben was mit Handarbeiten zu tun. Also es ist keine Strickzeitung. Wenn du jetzt denkst, ich habe jetzt eine neue Strickzeitung irgendwo gesehen, wo es nur ums Stricken geht mit Mustern und so weiter, fehl am Platz, es ist was anderes. Aber auch sehr schön. Dann haben mich zwei Pakete erreicht. Eins letzten Samstag und eins heute, habe ich vorhin gerade noch schnell ausgepackt. Ja, und ansonsten, was ich so demnächst noch vorhabe, möchte ich noch einen kleinen Ausblick geben und natürlich mein Shop-Update. Denn ich habe die Woche eine neue Wolllieferung bekommen, habe gestern Abend noch fleißig gefärbt und ja, habe es dann bei dem schönen Wetter trocken bekommen, sodass ich euch die neuen Stränge heute vorstellen kann. Ist eine neue Garn, also eine neue Base, die ich bei mir im, na Base ist es ja nicht, ist die Deich Silky, die es bei mir im Shop gibt. Die Kategorie habe ich ja schon angelegt. Ja, manche haben dann wahrscheinlich schon gedacht, na, wann kommt es denn endlich? Es ist da. Ich habe die ersten Stränge bekommen, bin total begeistert von dem Garn. Also schade, dass es kein Fühl und ja, dass ihr es nicht anfassen könnt. Und also die Haptik hat mich total umgehauen. Was heute noch unterwegs ist und was ich dann nächste Woche bekomme, ist meine Deichperle, also dieses Perlgarn, sprich die Perlmutt von Atelier Zitron. Da habe ich ganz schön gebangt. Ich hatte ja die die Seide, sprich, wie heißt sie?
Seidenstraße bei Atelier Zitronen, genau. Hatte ich ja in der Woche bestellt, glaube am Dienstag, und wollte auch die Perlmutt bestellen, weil ich hatte die ja, seht ihr jetzt nicht, in dem grünen Tuch hier mit verstrickt, grün-goldenen Tuch. Ja, die Anleitung wartet, soll jetzt am Wochenende passieren, denn die andere ist abgeschlossen und dann geht es wieder an neue Teststricker, die sich da schon gemeldet haben. Und vielleicht will ja noch der ein oder andere mit einsteigen. Jedenfalls hatte ich ja die Perlmutt schon verstrickt und finde die auch wahnsinnig toll. Ist ja durch diese Verzwirnung, ich habe mich da mal schlau gemacht, die wird, glaube ich, einmal, na, beim ein bisschen was vom Spinnen habe ich ja schon mal gelernt. Und bei der Verzwirnung macht man doch im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, je nachdem, wie man gesponnen hat. Und dieses Garn wird ein Faden, der wurde in die Richtung gesponnen, einer wurde in die Richtung und die werden miteinander beide verzwirnt. Und dadurch entsteht diese Struktur von diesem Perleffekt sozusagen. Ja, ich glaube, das ist als Anfang wieder mal ein kleiner Einstieg für euch. Also ich habe mir natürlich wieder meine obligatorische Tasse Kaffee gemacht und nehme jetzt noch einen Schluck, denn ich habe mich jetzt ein bisschen beeilt, dass ich das alles schaffe. Vorbereiten hier. Den Einkauf habe ich noch weggepackt, weil ja, wie ihr sagt, freitags arbeiten wir bloß bis um 1. Ja, und ich arbeite ja nicht hier am Ort, sondern habe ja auch noch ein kleines bisschen Fahrstrecke, gehe aber in Frankfurt an der Oder arbeite ich. Es sind knappe 20 Kilometer, nicht ganz. Gehe ich in Frankfurt dann immer einkaufen oder je nachdem, auf der halben Strecke liegt ja hier Lebus, da wo wir ja eigentlich unser Strickwochenende machen wollten, und mache da meinen Einkauf und naja, alles unten verstaut und aufgeräumt, und dann habe ich schon. Weil ja, mein Mann ungefähr, jetzt hatten wir es 3:45, also ein kleines bisschen, ich hoffe, ich rase nicht ganz so doll durch, gegen 4 nach Hause kommt, aber ich habe Kaffeetisch unten schon gedeckt, sodass ich dann einfach nur runtergehen brauche, Kaffee trinken, und je nachdem, wie weit wir hier oben sind, entweder mache ich eine Pause oder ja, ich schaffe es so. Genau, das war der kleine Fahrplan, und deshalb habe ich jetzt noch schnell den Kaffee gemacht. Das heißt, vor einer halben, dreiviertel Stunde, er ist schon schön kalt, also ich trinke gerne kalten Kaffee. Und dann kommen wir zu meinem fertigen Objekt. Und mein fertiges Objekt hatte ich ja in der letzten Folge schon angefangen. Und zwar Socke aus der Ringelpiez, die von mir, ganz kleinen Moment, ich zeige sie euch nochmal. Die habe ich ja noch bei mir im Shop drin, diese Färbung. Und ich habe 56 Maschen und habe die mit einer 2,5er Rundstricknadel To abgestrickt. Ich habe natürlich beide. Ja, ich wollte euch ein bisschen auf die Folter spannen, aber ich weiß nicht, ob man es hier oben schon gesehen hat. Also wie gesagt, ich habe die letzte Woche hatte ich die ja angefangen und ich habe die Socken fertig. Ich zeige sie euch mal in die Kamera vom Maschenbild her. Also mir gefällt dieses Sockengarn sehr gut. Ist natürlich meine ganz normale Sockenbase. 75% Schurwolle Merino und die 25 Poly, wie es eigentlich immer ist, so für Socken. Ist ein strapazierfähiges Sockengarn in dem Sinne. Also keine High-Twist, die ein bisschen weicher ist, sondern es ist weich, aber es ist eben halt ein Sockengarn. Manch einer hat damit auch keine Probleme und strickt sich davon eben halt auch Tücher oder ja, Pullover haben wir auch schon gestrickt. Also sie ist wirklich so, dass ich sie, also ich habe damit gar keine Probleme. Ich habe mir aus der Wolle schon
mehrere Tücher und auch Oberteile gestrickt. Und wie gesagt, eigentlich ist es ein Sockengarn und deshalb habe ich hier diese Ringelpiez-Färbung gemacht und habe die Socken gestrickt. Und ja, sie sind fertig, sie passen. Vernäht habe ich auch schon und bin zufrieden, wunschlos glücklich. Also wie gesagt, mit 56 Maschen habe ich sie ja gestrickt. Beim letzten Mal habe ich das ja nochmal genau erklärt, wie ich es dann immer mache. Bumerangferse und oben das Bündchen stricke ich eigentlich immer mit einer rechts verschränkt und einer links. Es sei denn, in einem Sockenmuster oder in einer Sockenanleitung ist mal ein anderes Bündchen angegeben. Dann überlege ich Wege ab, nehme ich es nicht. Ja, so, aber das ist mein Sockenrezept und so stricke ich am liebsten meine Socken. Und zwar von unten, toe ab, nach oben. Und es ist total einfach. Also mir hat eine Zuschauerin geschrieben, dass sie Socken toe ab sich da nicht rantraut. Probier es einfach. Echt, ich habe es auch einfach probiert. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt und habe mir dann im Grunde genommen ist es genauso, als wenn ich Socken von oben stricke. Der Anschlag, den habe ich ja nun schon x-mal erklärt, dann guck mal in einem anderen Video mit meinen 8 Maschen oder 6 Maschen bei kleineren Socken pro Nadel, weil ich stricke ja denn meine Socken immer auf einer Rundstricknadel. Die habe ich jetzt nur durch Zufall hier liegen. Gott sei Dank kann ich es dir zeigen. Also wie gesagt, hier kommen 8 Maschen rauf. Hier kommen 8 Maschen rauf und dann strickt man ganz normal mit KFB oder Zunahme aus dem Querfaden, bis man die gewünschte, so wie du das auch top, also von oben nach unten strickst. Also da habe ich ja dann sozusagen bei 56 habe ich 28 Maschen auf der Seite, 28 auf der. Und so lange nehme ich zu. Ein bisschen versetzt am Anfang jede Reihe, dann nur jede zweite, bis ich an der Maschenzahl bin. Und dann stricke ich ganz normal hoch. Und diese Bumerangferse, die ist doch total easy, egal ob von so lang oder von so lang. Die wird immer gleich geschrickt. Also keine Scheu. Probier es einfach, guck dir ein Video an oder schreib mich nochmal an und ich erkläre es dir nochmal genauer. Wie gesagt, wir können auch mal per WhatsApp ein kleines Video, also man kann ja per WhatsApp auch Videotelefonie machen, sodass ich dir das nochmal erklären kann und auch nochmal zeigen kann. Ich kann dazu auch gerne zu dem Anschlag, so wie ich es mache, nochmal so eine Art Tutorial drehen. Ich weiß nicht, ob ich es dann hier veröffentliche oder ob ich das dir dann zukommen lasse, denn ich weiß ja, Tine, von der Kundenbundenwollerei, der habe ich ja schon. Ich habe ja einen ganz lieben Mann, der sitzt dann und hält die Kamera und muss dann so lange aushalten, bis ich damit fertig bin. Es sei denn, ich kriege mein Stativ, was ich ja habe, anders gekippt. Ich habe mich da noch nicht weiter befasst, weil ich nehme es eigentlich nur so zum Aufnehmen, dass man damit dann auch im das runterkippt und dann könnte ich eventuell mal zeigen, wie ich das dann so mache und wie ich es dann hochstricke. Liegt an euch, wenn ihr sowas gerne haben möchtet, dann schreibt es doch vielleicht in die Kommentare und ja, dann mache ich das mal. Ist kein Problem. Also das zu meinen Socken. Wie gesagt, die sind fertig und ich freue mich schon aufs Tragen. Und ja, die nächsten Ringelpiez-Socken, die, also wie gesagt, sind noch 2 im Shop jetzt drin von der Färbung. Und die nächste wird noch gemacht, aber nächste Woche, wie gesagt, kommt ja erstmal die Perlmutt. Und dann mache ich erstmal die Perlmutt-Färbung, dieses Perlgarn mit rein. Denn das hat, glaube ich, 360 oder 65 Meter. Ist ein kleines bisschen dicker wie Sockengarn, aber minimal. Also ich, wie gesagt, habe es in dem Tuch verstrickt mit Sockengarn zusammen. Perfekt. Genau, so. Das wäre jetzt dazu. Was habe ich auf den Nadeln? Ja, auf den Nadeln habe ich
immer noch. Das heißt, ich habe schon den Pullover, ich weiß gar nicht, hatte ich den beim letzten Mal schon abgekettet oder nicht? Also ich habe jetzt nicht weiter gestrickt. Ich muss jetzt, die Socken sind vorgegangen. Und das Färben und naja, die Anleitung, die bei Reveille hochgeladen wurde, sage ich nachher noch was. Jetzt habe ich die vergessen auszudrucken. Ich wollte sie eigentlich ausdrucken und euch zeigen. Aber auch nicht so schlimm. Also wie gesagt, ich bin ja, jetzt ist was, na Gott sei Dank, ich dachte schon eine Nadel, aber habe ja gar keine Nadel mehr drinne. Der Pullover für meinen Neffen ist ja soweit fertig. Ich habe unten abgekettet und jetzt muss ich, wahrscheinlich am Wochenende habe ich Zeit. Also ich will dieses Wochenende keine Socken stricken. Ich werde an meinem Tuch, was jetzt auch einen Namen hat, denn es gibt es ja schon bei Reveille, will ich weiter stricken, dass ich es auch fertig bekomme, denn die Teststricker sind fertig oder zumindest fast. Aber wie gesagt, die Anleitung war soweit in Ordnung und wir haben sie jetzt hochgeladen, weil ich hatte gesagt, 1. Juli, und der war ja bekanntlich vorgestern. Und ja, sind alle sehr zufrieden. Ich habe auch auf Instagram einen Hashtag mit dieser Tuchanleitung, sodass man da denn, ich werde da noch zwei, drei Bilder hochladen und der ein oder andere, der dann das Tuch strickt, kann natürlich da denn auch seine Fotos hochladen. Ja, ansonsten werden die bei Reveille hochgeladen, denn meine eine Teststrickerin, Hallo Petra, ist nicht auf Instagram und sie hat gesagt, sie macht dann ein paar Fotos und stellt die dann bei der Anleitung als Projekt. Also sie zeigt dann, dass sie das gestrickt hat und zeigt da ihre Bilder. Also immer noch aus dem Merino-Cotton-Seide-Gemisch, also Baumwoll-Seide-Gemisch. Ich muss nicht immer so viel Englisch quatschen. Wir sind ja hier in Deutschland. Merino-Cotton-Baumwolle. Seide und ein kleines bisschen Poly ist mit drinne für den besseren Stand. Ja, das muss nur noch ärmelmäßig gestrickt werden und dann hoffe ich, dass ich das nächste Woche, Ende nächster Woche muss er auf alle Fälle fertig sein, weil dann wird das Paket auf die Reise geschickt. Ich habe auch schon überlegt, ich habe ja noch von dieser Socke so viel übrig. Ich bin schon am Überlegen, ob ich noch kleine, schöne, bunte Ringelsocken dem Kleinen stricke, weil er fängt jetzt an zu laufen. Er wird ja also nächsten Monat ist ja nicht, wir sind ja schon im Juli. Er wird jetzt im Juli ein Jahr alt. Muss dazu sagen, er war mal ein Frühchen. Also er ist ein Siebenmonatskind, ja, sollte im September geboren werden, im Juli kam er. Und hat aber alles super aufgeholt. Also das ist ein süßer Fratz. Und da will ich die Sockenwolle ihm noch ein paar Söckchen stricken. Und da wird sie dann natürlich mehr ringeln. Also da sind die Abstände natürlich dann größer, weil ja auch der Socken kleiner ist. Ich muss mich bloß noch mal belesen, in wie viel Maschen ich anschlagen muss. Also ich will die Socken so stricken, dass er sie zumindest im Herbst immer noch über den Herbst, Winter, also jetzt nicht so ganz kleine Socken, sondern schon so für anderthalbjährige. Genau, das wäre das. Und da ich ja gerade davon gesprochen habe, von meinem Tuch, ich habe noch nicht viel weiter gestrickt. Das heißt eigentlich gar nicht. Ich glaube, es liegt so, wie ich es vorhin Freitag hier oben liegen lassen habe, so ist es noch. Weil, wie gesagt, ich hatte keinen Nerv. Ich wollte einfach nur was Einfaches stricken unten beim Fernsehen in der Woche. Und da habe ich, weil hier muss ich wirklich aufpassen, dass ich, es ist zwar ein ganz eingängiges Muster, hatte ich ja schon mal erklärt. Ich mache jetzt einfach mal hier noch mal so ein Bild, damit ihr es wisst, und ich schreibe dann hier oben, wie er geschrieben wird, und den Link, wo ihr das Tuch bei Reveille kaufen könnt, ist dann, schreibe ich unten in die Infobox, und zwar heißt der Fido Shawl. Also das ist der Fido Shawl, Fido, und den Shawl, und genauso Hashtag Fido Shawl
findet man es auf Instagram und da gibt es schon also ein Foto von der Anleitung und die liebe Gabriele vom Gabriele im Pott Teststrickerin hat ja dieses Tuch auch für ihre Mutti gestrickt und sie ist schon fertig. Sie hat noch ein, also in meiner Anleitung ist es so weit, dass ich das ja so geschrieben habe, bis zum elastischen Abketten. Wer natürlich gerne abkettet, weil er, also bei meinem feinen Garn wollte ich jetzt kein Eikord rummachen, das wirkt nicht. Gabriele hat aber Picot mit nochmal, also sie hatte abgekettet und hat dann nochmal einen Picot-Rand rumgehäkelt. Kann man auch machen. Man kann auch gleich mit Picots abketten, geht auch. Also das könnt ihr dann, den Abschluss könnt ihr dann wählen, wie ihr den möchtet. Also ich habe, wie gesagt, vor, ihn einfach nur so wie er ist. Ich hoffe, er rollt sich da nicht. Wenn er sich wirklich rollen sollte, was ich nicht hoffe, dann mache ich auch noch mal eine kleine Kante drumrum. Also lasse ich mir noch ein bisschen Wolle übrig. Und ja, die liebe Petra bei mir aus der WhatsApp-Gruppe hat ja auch Probe gestrickt und von ihr habe ich das Foto in der Anleitung mit drin und sie hat mit 150 Gramm gestrickt, hat noch ein bisschen was, glaube ich, über. Also sie hat 840 Meter verbraucht, weil in der Anleitung steht ja drinne zwischen 800 und 1100 Meter sollte das Garn dann schon haben. Also ihr könnt sozusagen zwei oder dreimal ein Sockengarn nehmen von der Stärke. Ihr könnt ein Lesgarn nehmen. Es gibt 800 Meter Lesgarne. Ihr könnt ein Lesgarn nehmen und könnt auch noch meinetwegen ein Mohairgarn als ja, man kann ja da auch seiner Fantasie freien Lauf lassen. Ich sage nur Silvia von Maschenbilder. Ich habe auch absolut nichts dagegen und ich mache es auch. Ich ändere Anleitungen auch manchmal ab. Wenn euch so danach ist, das Grundgerüst steht ja. Es wären in jeder Reihe, in jeder Hinreihe vier und in jeder Rückreihe zwei Maschen zugenommen, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Also ich habe, wie gesagt, schon eine, naja, die Woche noch mal dran geschrieben, noch ein bisschen umgeändert, aber ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Schirm und ich habe die Anleitung leider Gottes nicht ausgedruckt. Aber man kann dann natürlich auch mit dem Mohairgarn oder mit einem anderen Garn auch noch einen Streifen kraus rechts oder ja, kann man auch noch mal mit reinbringen, so dass ihr da auch die oder ihr strickt eben halt zweifarbig strickt mit einem Garn und mit dem anderen Garn. Das könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Wie gesagt, der Fido-Shawl ist zu finden auf Revelly. Den habe ich seit 1. Juli hochgeladen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das Tuch auch mal stricken würdet und dann vielleicht in der Instagram-Gruppe oder unter Revelly dann halt mal ein Foto postet. Also keine Scheu, es ist eigentlich kein kompliziertes Lesmuster, es sind einfach nur zusammen abgemaschte, also Maschen und Umschläge. Und die halt in einem gewissen Abstand und dann wieder ein paar Reihen ohne und dann geht's wieder von vorne los. Nach einem bestimmten Muster. Und so entsteht ja dieser Lesschal. Nochmal kurz, ihr seht ja, also das sind wirklich nur durch Zusammenstricken und Umschläge entstehen diese Löcher. Und die sind dann eben halt, wie man sieht es eigentlich ganz schön, die sind immer ein bisschen versetzt, mal hier, mal da, weil die sich ein bisschen unterscheiden. Also es ist nicht alles gerade hoch, sondern es hat ein bisschen, dadurch ist es ein bisschen aufgelockert.
Das zu meinem Fido-Shawl. Also ich werde den Link unten reinsetzen und wer dazu noch Fragen hat, schreibt mich dann an. Ja, und dann wollte ich euch ja die Zeitung vorstellen und ich habe mich, ich weiß gar nicht bei wem, in einem Podcast habe ich es gesehen und habe schon öfter damit geliebäugelt mit dieser Zeitschrift. Und jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack. Und zwar ist das die Holunderelfe. Die Holunderelfe ist eine ganz tolle, wie ich finde, Zeitschrift. Sie wird in einem Eigenverlag von der, es ist mal so niedlich, sie heißt nämlich nicht Kirstin, sondern Christin. Und Christin ist fast so, also wenn ich das R umdrehe, die ersten zwei Buchstaben, dann kommt mein Name raus. Und sie ist die Herausgeberin von dieser Zeitschrift Holunderelfen. Ich habe sie jetzt abonniert. Das ist die 15. Ausgabe aus dem Sommer. Es ist ein also eine Vierjahreszeitschrift sozusagen, für immer was zum Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und ja, Holunderelfe gibt es auch im Internet, www.holunderelfe.de. Also eine Zeitschrift für Waldfeen. Ich bin keine Waldfee, aber ich bin gern in der Natur. Textilkünstlerin im weitesten Sinne, mit Textilien nicht, aber wir beschäftigen uns ja auch mit dem Rohstoff Wolle. Und Kräuterweiber. Und ich bin eigentlich auch so eine kleine Kräuterhexe. Ich liebe Kräuter. Ja, und da kam, wie gesagt, letzte Woche Samstag, glaube ich, das Abo habe ich bestellt. Ging relativ fix. Es Holunderelfe, www.holunderelfe.com. Da kann man auf die Seite gehen und kann sich die Ausgaben bestellen. Man kann auch einzelne Ausgaben bestellen, wenn ja, und es kam noch so ein süßes kleines Notizbuch. Ich glaube, das hat sie auch selber gemacht. Ein kleiner Karton und ein paar schöne Seiten. Also da kann man noch ein bisschen was reinkleben oder also zum Reinschreiben ist es mir schon fast zu schade. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Vielleicht gucke ich es auch bloß gerne an. Ich weiß es noch nicht. Aber ich freue mich ganz doll drüber. Und ich habe mit der Christine auch schon mal geschrieben, weil ich möchte noch ein paar andere Ausgaben haben. Ich sage euch auch gleich warum. Aber ich wollte euch mal so einen groben Fahrplan geben, worum es in dieser Zeitschrift geht. Rund, also alles, was so mit Natur zu tun hat. Natürlich Wolle, Kräuter, Garten. Es ist auch ein, ich glaube sogar in jeder Zeitung ist immer eine Anleitung zum Stricken drin. Und diesmal ist ein ganz toller Pullover drin. Da bin ich auch schon am Überlegen. Ja, was ist sonst noch drin? Ich habe mir mal ein paar Seiten, wie ihr seht, markiert. Ich habe jetzt einfach nur Briefumschläge reingepackt, weil ich nicht so eine Klebesachen, die habe ich im Büro und die Zeitung ist zu Hause. Also einmal geht es um zum Beispiel jetzt im Sommer ein Artikel über Balkon, was man alles so auf dem Balkon machen kann, selber anpflanzen oder so. Das Sommerhaus auf Zeit wäre natürlich. Kinder, ich schmiere ab. Meine Eigenkonstruktion macht sich selbstständig. Ja, so ein Sommerhäuschen wäre natürlich auch mal was ganz Tolles für einen Urlaub. Aber wir haben kein Sommerhaus, wir haben ein Haus und einen Garten und machen es uns da schön. Aber wie gesagt, das ist so ein Bericht von Naturverbunden Leben. Und der ist von der Heidi und Heidi hat ist unter Etsy Filzfusselwerkstatt Heidi und die macht ganz tolle kleine Filzsachen und sie hat hier diesen Artikel halt geschrieben, der mir sehr gut gefallen hat. Dann habe ich mir mal rausgesucht, weil es geht ja auch um Kräuter und so weiter.
Aus dem Leben einer Kräuterfrau. Ich habe den Artikel noch nicht ganz durch. Also wie gesagt, ich habe das Heft erst eine Woche und ja, alles habe ich noch nicht durchgelesen. Aber es geht um die Brennnessel. Es geht da um die Brennnessel. Und zwar wie die Brennnessel uns lehrt, Eigenverantwortung zu übernehmen und Grenzen zu setzen. Und ja, sie hat hier diesen Artikel. Die Brennnessel ist nicht nur eine wichtige Heilpflanze, sondern auch ausgezeichnete Lehrerin. Und dann wurde so ein bisschen geschrieben, was man so Blütenessenzen, wie man die herstellt mit der Brennnessel. Also man kann sie ja auch im Salat essen. Dann geht es eine große Sache um den Bauerngarten und das finde ich total interessant, weil ich ja auch so ein bisschen auf Bauerngarten stehe. Ja, wie man Saatgut aus dem eigenen Garten sich herstellen kann und wie die Keimfähigkeit, also es wird alles absolut beschrieben. Was natürlich ganz toll, was ich toll finde, ich muss bloß aufpassen, dass ich mir nicht alles zulege hier auf meiner Visa. Wie hat meine Lehrerin bei der Steuerschule gesagt? Die Idiotenwiese, also unser Fahrplan. Die Idiotenwiese im Steuergesetz sind hinten die Idiotenwiese da. Das ist das Wichtigste. Man muss bloß wissen und dann blättern, wo es steht. Also es geht um die Destillation, die Kunst des Wasserbrennens. Und das fand ich natürlich auch mal ganz interessant, weil, wie gesagt, also ich habe einen Rosmarinbusch bei mir und der ist wirklich 1 Meter im Durchmesser, 1 Meter hoch. Also das ist schon so ungelogen, so ein knorriger Stamm unten. Und ich weiß immer nicht, was ich mit dem Rosmarin mache. So viel Rosmarin brauche ich nicht und ja, wir nur Rosmarinkartoffeln essen ist nicht so. Wie gesagt, vielleicht hat einer einen Tipp, was man aus Rosmarin alles machen kann. Oder ich mach Schnippel die Schnappel die Scher und schick euch ein Paket Rosmarin. Geht auch. Ja, dann gibt's die Sommerküche. Da sind ein paar Rezepte drin. Rezepte sind, glaube ich, auch in jeder Ausgabe drin. Und zwar ein Rezept für Quarkbrötchen, ein Blitzrezept. Und ja, da bin ich schon mal gespannt. Brennnesselkäse, wie man Brennnesselkäse selber machen kann. Und Käsebällchen und eine Erdbeerblütentorte. Kinder, wir haben schon wieder eine halbe Stunde und jetzt, ich habe es echt nicht gemerkt, naja, weil ich auf die Zeitung geguckt habe. Entschuldigt bitte, wir sind jetzt im Teil 2. Ich bin immer noch bei der Zeitschriftvorstellung und ich glaube, eine halbe Stunde ist rum. Ich müsste so langsam und allmählich mal mich ein bisschen sputen, denn ich habe noch ein paar Sachen. Aber die Anleitung wollte ich euch noch unbedingt zeigen. Und zwar ist das ein ganz toller Pullover, wie ich finde. Bernstein heißt der. Und die Strickanleitung ist von Barbara Gottwig. Und ja, ein ganz toller Sommerpullover. Und gestrickt hat sie den aus Schurwolle und Leinen. Ja, mit Leinen habe ich mich noch nicht befasst. Dann ist ein Artikel drin über Solarfärbung. Finde ich auch ganz toll. Und warum ich mir noch andere Zeitschriften, die vorhergehenden Ausgaben, nämlich die 12, 13, 14, brauche ich unbedingt noch. Und zwar Faserkunde. Luxus pur, die teuersten Fasern der Welt. Und das ist der vierte Teil. Und da geht es um Alpaka, Vicuna und Guanaco. Und zwar, ja, ich glaube,
Die Anne von Strick mit Kick hatte da auch schon drüber gesprochen und deshalb will ich das jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Also das sind wohl mit die teuersten Wollfasern, weil sie eben halt so selten vorkommen. Und es gibt, hier steht es nämlich, heute gibt es noch etwa 600.000 Guanacos. Das ist nur noch etwa mehr als 1% der ursprünglichen Zahl. Hier steht drin, wo sie herkommen. Wildlebende Schafe und leben in Argentinien und Chile sowie sowohl im Flachland als auch in den Höhen. Und um an das kostbare Fell zu kommen, müssen sie eben, weil sie draußen wild leben, muss man sie eben einfangen. Und ja, das ist eben halt alles ein bisschen kompliziert und daher ist der Kilopreis für so ein Kilopreis für Guanaco-Wolle 130 US-Dollar. Also, ganz schöne, also wer da einen Pullover draus stricken will, der hat schon ein bisschen was vor. Und diese Karin Dolle-Schal ist eine Textiltechnikerin und lebt in Österreich. Und sie hat, wie gesagt, diese Reihe geschrieben. Und in den vorhergehenden ging es um Seide, Yak, Moschus, Mohair und Kaschmir. Und in der nächsten Ausgabe, da folgt dann der letzte Teil von dieser Faserserie. Und ja, deshalb will ich, erstens habe ich es im Abo und zweitens habe ich die Christine schon angeschrieben, dass ich mir noch ein paar alte Hefte bestelle. Und ich muss mal sehen, wenn wir jetzt bei Ausgabe 15 sind, eine Ausgabe kostet 7 Euro. Vielleicht bestelle ich mir alle von 1 bis 14 nochmal nach. So, dann hat man es mal vollständig, weil ich mag sowas, wenn ich so eine ganze Reihe vollständig habe. Ja, eigentlich wollte ich auch noch ein kleines bisschen was Faserkundtechnisches zum Besten geben. Aber ich glaube, dafür wird die Zeit nicht ganz reichen. Aber wie gesagt, bei mir in meinem Shop, also wir haben ja, es gibt tierische Fasern, pflanzliche Fasern und die chemischen Fasern. Die chemischen lassen wir mal außen vor. Und bei den tierischen Fasern, haben die meisten ja Schafe, Schafswolle, Fasern. Und ich habe ja, wie gesagt, meine Hauptfasern, die ich verkaufe, ich habe mich fürs Merino-Schaf entschieden. Manch einer hat BFL, also Blue Face Leicester Wolle. Ja, es gibt solche, solche. Beim Spinnen gibt es noch ganz viel andere Fasern. Wenn ich mal, ja, ich möchte mir gerne noch mal dieses kleine Spinnrad zulegen im Herbst, weil das gibt's über Holland, also kommt aus den USA und das würde ich ganz gerne haben wollen. Und da muss ich mal sehen. Erstens ist es ja nicht ganz so preiswert und zweitens muss ich das dann in Holland bestellen. Aber ich glaube, dann macht es mir mehr Spaß mit dem Spinnen und da kann man dann auch noch andere Rohwolle von Schafen testen und verspinnen und das dann verstricken. Und das habe ich mir für den Winter vorgenommen. Genau. Aber wie gesagt, ich habe mich für die Merino-Wolle. Jetzt ist es abgeschmiert. Das Knäuel. Egal. Für die Merino-Wolle entschieden, die ich bei mir in meinem Shop anbiete. Und wie gesagt, die Merino-Wolle, die Merino-Schafe kommen ja aus Australien. Und die Haare sind sehr dünn, lang und stark gekräuselt, sind sehr strapazierfähig, was natürlich für Bekleidung und auch sonstige Sachen wichtig ist. Vorteil bei dieser Merino-Wolle, dass sie nie ganz glatt ist, sondern immer leicht gekräuselt und dadurch entstehen im Gewebe viele kleine Lufträumchen
Und diese schützen vor Kälte und halten den Körper eben halt warm. Deshalb ist sie sehr gut geeignet für Winterjacken, Wintermäntel. Und wasserabweisend ist er natürlich auch. Und ja, das ist natürlich ein Vorteil und deshalb habe ich mich für die Merino-Wolle entschieden. Und um dem nicht vorzugreifen, aber ich habe die Merino-Wolle jetzt mit dem nächsten tierischen, und zwar der Seide. Und ich habe die Maulbeerseide, Atelier Zitronen hat ja Maulbeerseide. Vielleicht erzähle ich beim nächsten Mal ein bisschen mehr drüber, über diese ganzen Fasern. Wenn euch das interessiert, dann schreibt es mir doch rein und ich mache beim nächsten Mal dann mal so ein vielleicht 10 Minuten ein bisschen was Faserkundliches. Denn ja, da gibt es ja so viel zu erzählen. Also wie gesagt, diese Merino-Wolle kann man ja mischen mit pflanzlichen Fasern, so wie mit meiner Baumwolle, kann mit anderen tierischen Fasern mischen. Maulbeerseide. Und ja, man kann stricken ohne Ende, je nachdem, wofür man sich entscheidet. Baumwolle kühlt, Seide kühlt, Merino ist wieder warm, sodass diese Baumwoll-Seiden-Gemische eigentlich ein Ganzjahresgarn sind. Sie kühlen im Sommer, wärmen im Winter. Kann ich nur empfehlen. Und jetzt komme ich zu meinen beiden Geschenken. Und lasst euch nicht weiter auf die Folter spannen. Ich habe eine ganz süße Karte bekommen. Hallo Kirsten. Kirsten ist nämlich bei mir, bei der Tine von der Kundenbunten Wollerei in unserer Sockenclub-Gruppe und auch in unserer Sockenquatsch-Gruppe. Und sie hat Bienen und das ist eine eigene Biene. Und da hat sie mir eine ganz süße Karte geschrieben und da habe ich mich ganz doll gefreut drüber. Ja, und es war einfach so, weil sie ein lieber Mensch ist. Und ich finde, wir harmonieren gut miteinander. Sie hat mir geschickt Honig, der ist unten in der Küche. So ein kleines Gläschen. Sie macht selber Honig. Dann hat sie selber gemacht eine Spitzwegerich-Salbe, auch mit Honig drin. Und Kinder, ich muss euch sagen, ich Doktor schon über ein Jahr mit meinem Ohr rum. Ich habe hier irgendwo innen drinne ein Ekzem, außen drumrum. Ich habe seit vorige Woche Sonnabend die Salbe. Salbe rauf. Es juckt nicht mehr. Der Juckreiz ist weg. Ich bin nicht andauernd. Ihr merkt es wahrscheinlich in meinen anderen Videos, habe ich immer an den Ohren gekrabbelt. Oder es ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber ich finde, es ist weniger geworden. Es juckt nicht mehr. Ich will nicht ständig an meinen Ohren rumkrabbeln. Ja, und da bin ich ganz doll zufrieden, dass ich da endlich was gefunden habe. Ich habe schon alles Mögliche aus der Apotheke probiert. Der Hautarzt hat mir schon alles Mögliche verschrieben. Ich habe ja dummerweise so eine Hautkrankheit, die nennt sich Rosazea. Deshalb habe ich auch immer hier mehr so eine roten Stellen. Also es ist nicht, weil ich jetzt schwitze oder so. Ich mag auch deshalb die Sonne nicht so. Muss damit leben und versuche es auch und vertrag auch nicht allzu viel. Wenn da jemand von euch auch mit dieser Krankheit zu kämpfen hat, vielleicht kann man sich da ja mal austauschen. Ja, und dann war da noch drinne, erstmal die Kleinigkeiten. Für die Nadel in dieser Art eine elastische Nadelgarage. Wo kann man hier die Nadeln reinstecken und dann beim Sockenstricken. Hier ist auch noch mal eins, ein bisschen was für größere und etwas für kleinere, dann ein paar süße Maschen, Markierer oder Progress Keeper, kleine Glücksengel. Habe ich mich auch ganz doll gefreut, brauche ich bestimmt wieder in meinen Projekten, bleiben jetzt hier drinne, weil jetzt kommt der Oberburner. Kinder, ist die geil oder ist die geil? Also ich war sprachlos. Eine wahnsinnig tolle Projekttasche
wie ich finde. Ich muss bloß mal gucken. Man kann sie so zumachen. Man kann sie natürlich, also bei mir steht sie unten, so wie Kirsten geschrieben hat, bei ihr steht sie auch. Sie hat sie selber genäht, handmade bei Kirsten. Ein kleines Label hat sie auch dran. Ich weiß auch gar nicht, unten ist so ein, glaube, Kunstleder-Lederboden. Und ja, da passt viel rein. Und zwar steht die bei mir neben der Couch und da ist meine Sockenprojekttasche drinne, die da ist Wolle drinne, da ist jetzt der Rest von der Wolle drinne, da ist der Rest von der Wolle drinne und da war natürlich auch der Rest von, also alles, was ich so im Moment zum Stricken brauche, ist hier drinne. Die Wolle, wie gesagt, in, also man kann zwei, drei Projekttaschen reinstellen. Mein Mann meckert nicht mehr rum, wenn jetzt die Projekttaschen immer nur so neben der Couch liegen, sondern es sieht schick aus, ordentlich aus. Ich bin total begeistert und Dankeschön, liebe Kirsten. Du hast mir eine wahnsinnig dolle Freude gemacht. Den Honig habe ich noch nicht probiert, weil wir haben letzten Sonntag verschlafen. Wir haben das Frühstück ausfallen lassen. Aber das hatte den Grund, wir waren ja bei Freunden am Samstagabend zum Geburtstag. Ganz kleinen Moment mal. Und wir waren früh erst um 2:30 wieder zu Hause und da haben wir nicht gefrühstückt. Ich meine, ich bin zwar um 7:30, ja 7:30 wieder aufgestanden, aber alleine frühstücken wollte ich nicht. Wir frühstücken immer zusammen. Ich hatte dann bloß einen Kaffee. Und ja, aber morgen frühstücken wir zusammen und Sonntag frühstücken wir auch zusammen. Und das ist mein Honig. Und wenn mein Mann zugreifen will, gibt es was auf die Finger. Nein, mein Honig und da freue ich mich ganz doll drauf, weil ich liebe ein richtig schönes Butterbrötchen zum Frühstück mit Honig. Und ja, wir sind ja jetzt auf dem Abnehmtrip, aber die Kalorien darf ich. Macht sich schon bemerkbar, muss ich sagen. Aber das würde jetzt ein bisschen interessiert bestimmt nicht. Und wen es interessiert, der schreibt mich an. Also, wie gesagt, das macht Spaß. Ich habe schon die ersten 2, 3 Kilos runter, freue mich und vor allem, ich weiß jetzt mal so ein bisschen, wo, wie die versteckten Kalorien sind, weil man denkt ja immer, man isst nichts, aber man isst ja doch genauso wie Kaffee. Kaffee trinken sind ja auch ein paar Kalorien. Vor allem, wenn man es mit Milch trinkt. Ohne Milch nicht, aber mit Milch. Also wie gesagt, Kirsten, ganz, ganz lieben Dank für die Tasche. Ich habe mich wahnsinnig doll gefreut. Und heute kommt doch, ich komme nach Hause und da liegt doch wieder ein Paket oder besser ein Kartönchen bei uns am Ablageplatz. Also wir haben ja mit der DHL da so einen Vertrag geschlossen und die dürfen, haben so eine Stelle, wo sie uns die Pakete hinlegen dürfen. Weil wir sind arbeiten und wenn ich dann erst wieder rennen muss, morgen wäre es vielleicht nicht übermorgen da, also sprich Montag. Das, so klappt das. Wir sind beide berufstätig, so braucht man nicht beim Nachbarn klingeln. Und da kam heute von der lieben Ute und zwar Dankeschön auf diesem Weg, aber das war absolut nicht nötig. Ute ist nämlich eine von meinen Bobbel-Gewinnerin zu meiner Jubiläumsfolge. Und Ute hat mir ein Päckchen geschickt und wollte mir einfach eine Freude machen, hat sich ganz doll bedankt für alles, was ich ins Paket mit reingepackt habe. Eigentlich war ja nur der Bobbel, aber ja, es waren ja noch ein paar andere Sachen mit bei, die ich mitgeschickt habe, weil man kann ja nicht einfach nur einen Bobbel wegschicken, ne? Und da war ein ganz lieber Brief für mich mit drin. Und jetzt haltet euch fest, eine neue Projekttasche für ein Großprojekt.
eine mördergroße, tolle Tasche mit noch schön abgefuttert und sogar mit noch Taschen, wo man eine Anleitung reinpacken kann, wo man Strickzeug reinpacken kann oder Kramzeug reinpacken kann. Ich finde da ja immer was. Also wie gesagt, innen drinne sind noch Taschen. Eine Schere. Auch ganz süß. Also wieder ein neuer Progress Keeper. Und ich weiß schon, was hier reinwandert. Hier wandert nämlich mein Caitlin Hunter Projekt, glaube ich, der Zweig. Ich will doch den Zweig als Kleid stricken. Im Herbst. Also August, September. Und möchte mir da ein Kleid stricken. Und zwar den Zweig oben wie immer, auch langärmlich. Aber dann eben halt nicht bis zum Bund bloß, sondern möchte dann ein bisschen breiter werden. Aalförmig. Und will das so als Kleid, was bis so kurz überm Knie endet, machen. Dass ich das dann im Büro anziehen kann mit einer Strumpfhose im Winter und Stiefeln oder unten, weil Stiefel und ich, wir sind keine Freunde. Für meine Waden gibt es immer keine Stiefel. Und demzufolge habe ich dann meistens Boots irgendwie an und dann ein paar schöne Stulpen noch passend dazu. So stelle ich mir das vor und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Und dann steige ich auch in diesen Devil Tines Hunter Karl oder jedenfalls in die Gruppe ein. Das ist so mein Plan und das kommt dann natürlich da rein. Und was ich dann an Wolle nehme, weiß ich jetzt eigentlich wahrscheinlich auch schon, weil es ist ja ein ganz Jahresgarn. Ich bin ja total verliebt und damit kommen wir jetzt zur letzten Kategorie, wen es nicht mehr interessiert. Jetzt geht es nämlich ums Shop-Update. Ich stelle euch noch die letzten, oder besser gesagt die Garne vor. Und ja, wen es nicht interessiert, den verabschiede ich jetzt und wünsche ein schönes Wochenende. Und alle die, die jetzt noch interessiert sind, ich habe ja wie gesagt die Seidenstraße von Atelier Zitronen in meinem Shop jetzt als Dauergarn aufgenommen. Und zwar die 400 Meter, 100 Gramm hat einen Strang und welchen zeige ich euch zuerst? Zuerst zeige ich euch den süßen Senf. Also die Namen habe ich jetzt schon verteilt. Ich mache nachher noch die Fotos, stell's ein und heute, ja, für alle die, die dann, also wenn das Video hochgeladen ist, sind die auch im Shop drin. Ich brauche das nur machen. Ich werde das zuerst die Fotos machen, dann hochladen und dann, also in den Shop laden und dann stelle ich das Shop-Update hoch, sodass ihr da, auf Deutsch gesagt, wenn ihr jetzt die Garne seht und euch was gefällt, also sprich heute Abend, spätestens morgen früh, sind sie drin oder sie sind schon wieder raus. Das kann ich ja nicht mit beeinflussen. Ich werde es mal ein bisschen heller machen, damit, nee, das ist zu hell. Oder auch nicht. So. Also der Senf. Süße Senf. Ich glaube, es brauche ich gar nicht. Der süße Senf. Weil die Farbe so ein bisschen mal hell, mal dunkel, so wie beim süßen Senf. Ihr kennt es ja. Also es ist nicht der Mostrich, den wir haben. Der hat mal ein paar dunkle Stellen mit drinne. Die Senfkörner, mal sind sie hell, also so wie so ein, wie der Löwensenf, also aber süßer Senf. Deshalb heißt sie nicht Senf, sondern süßer Senf, die Färbung. Und da, wie gesagt, sind ja 400 Meter drauf. Man kann diesen Strang wunderbar
mit normaler Sockenwolle, weil von der Stärke her ist es ja ein Fingeringgarn. Man kann es super mit Sockenwolle kombinieren, weil, wie gesagt, also wenn ihr jetzt könntet, also ich möchte es eigentlich gar nicht mehr, also da ist die Heidfist, wer schon mal Heidfistwolle gehabt hat, gar nichts dagegen. Also wie gesagt, sowas von weich und flauschig durch diese 75% Schurwolle und zwar Feinmerino und 35% Seide. Und das merkt man. Also das ist ein Unterschied zwischen der Lace, die ich habe. Da sind ja 700 Meter drauf und da ist das Verhältnis 80 Schurwolle und 20 Seide. Und hier sind es 65 Schurwolle und 35 Seide. Genau. Und das merkt man wirklich. Und die ist wirklich wunder, wunder, wunderschön. Und das ist, wie gesagt, der süße Senf. Der ist zweimal mit eingezogen. Jetzt seht ihr mal die Farben. Also so wie sie jetzt bei euch kommen, sind sie eigentlich wirklich. Also wie gesagt, es wird eine kleine längere Folge. Dann habe ich den Burgund drin, auch zweimal, und zwar so ein Farbton, aber wie gesagt, der ist nicht Uni, sondern der ist so, ich habe den extra so gemacht. Also ich fand oder finde das ja so schön, wenn der so ein bisschen marmoriert ist, der Strang. Der eine ist, glaube ich, ein bisschen mehr marmoriert als der andere, aber der ist auch nicht nur. Da sind dann auch die Stellen drin. Also dieser Burgunder ist auch zweimal drin. Also wirklich wahnsinnig toll. Tolles Garn. Natürlich hat Merino Seide halt auch seinen Preis. Und das muss ich gleich dazu sagen. Ein Strang kostet 17,95. Und wer dann gerne ein größeres Projekt, deshalb sage ich es, da stricken möchte, Pullovermenge, ich weiß es nicht, könnt ihr machen. Ich habe auch noch wieder Nachschub bestellt. Aber man kann, wie gesagt, das auch mit einem ganz normalen Sockengarn, das sind ja 420 Meter, das sind 400 Meter. Man kann dann auch ein großes Tuch mit Sockengarn und oder halt mischen. Wie gesagt, der Burgund ist zweimal drinne. Man kann auch Sockengarn und ja, man kann natürlich, wie sagt unser Thorsten, so schön den Spruch, du entscheidest, was gefällt. Also man kann ja auch mit einem Mohairgarn ein Tuch stricken, man kann es mit dick, dünn Lesgarn, also man kann ja mixen, ich sage nur Steven West, der mixt ja alle möglichen verschiedenen Garnstärken und demzufolge kann man natürlich auch viel mit so einer, mit so als Ergänzung machen. Man kann natürlich ein ganzes Projekt mit einem, also mit dieser Seidemischung stricken, aber man kann es, wie gesagt, auch kombinieren. Und diese Deichsilky, muss ich dazu sagen, das ist die, die es dann bei mir auch im Adventskalender gibt. Also das ist die gleiche Qualität. Da ich hatte ja bei mir als Adventskalender die Deich Basic, die ganz normale. Dann gibt es die Heidtwist-Wolle, also auch Socke oder eben halt Tücher und halt die Deich Silky und das wäre dann diese. Und davon gibt es dann eben halt fünf Stränge, also viermal für den Advent und eine für Heiligabend. Also fünf Stränge würdet ihr dann bekommen. Und dann eben halt noch eine Kleinigkeit dazu in dem Adventskalender. Und da finde ich, habe ich eigentlich ganz gut kalkuliert. Ja, wie gesagt, also diese
Qualität wäre das. Dann habe ich den Aprikot drinne. Ja, ich liebe diese Farbe. Ihr wisst es ja, also es ist wirklich so ein richtiges schönes Orange. Und das ist die Aprikose praktisch, die ist auch zweimal drinne. Und da habe ich das mal diesmal so gemacht, dass der Strang vom kräftigen runter bis zum ganz hellen Aprikot geht. Also das ist, es ist gewollt so. Das ist so diese Tauchtechnik und dann hat man unten diesen kräftigen Ton und dann wird es immer heller, immer heller. Und dieser Aprikot, also die Aprikose, ach Kinder, ich könnte kuscheln. Aprikose ist auch zweimal im Shop drin. Dann kommen wir zum Matrosen, den habe ich einmal drin, weil mit Blau. Aber der ist wirklich auch wahnsinnig toll und ich finde, der, die beiden passen wirklich auch gut zusammen. Obwohl, also es passt viel zusammen. Also das ist der Matrose, den habe ich aber nur einmal drin. Und beim nächsten Mal werde ich den dann auch wieder nachfärben. Also wie gesagt, nachfärbbar ist er. Es werden eben halt nie Zwillinge, sondern er wird so. Aber eben halt von der Marmorierung könnte es sein, dass es ein kleines bisschen anders ist. Aber so vom Farbton her wird er auch mit drinne sein. Dann habe ich natürlich wieder mein Erdbeereis gefärbt, was ich ja schon auf der Deichbasic als Qualität habe, ist aber im Moment raus. Es sind nur andere. Also ihr könnt gucken, es ist noch genug Wolle im Shop drin. Und jetzt habe ich das Erdbeereis auch mal als Deichsilky sozusagen gefärbt. Und dann mache ich den auch mal auf, dass ihr das seht. Also wie gesagt, ja. Helle Stellen, dunkle Stellen, also es ist ein richtiges, eigentlich ist es ein richtiges, genau so, also so, das Rot ist ein richtiges dunkles Rot, aber nicht Kirscheis, sondern ich finde wie so eine knallige dunkle Erdbeere und deshalb ist es mein Erdbeereis. So, dann hätten wir das. Dann habe ich den Howlett, den kennt ihr ja von der. Wo haben wir den denn? Den hatte ich doch vorhin auch hier. Der ist wieder abhanden gekommen. Dieses Petrol. Und jetzt habe ich diesen Howlett auf der Deichbasic, aber nicht in Uni, sondern ich habe Howlett Light den genannt, weil ich habe ihn so marmoriert gefärbt. So, dass ich glaube, wenn man da ein Pullover oder wenn, also Pullovermenge ist drin, es sind 6 Stück davon da. Der Farbton ist wirklich sehr schön, wie ich finde, und diese Marmorierungen sind bei den Garnen ganz. Also ich finde es schön, was ich mir natürlich auch vorstellen kann oder könnte. Ich finde die andere jetzt nicht. Diesen, wer jetzt zum Beispiel gerne dieses Silky mal ausprobieren möchte und sagt, ja, für ein Tuch 2, 3 ist mir zu teuer, wie gesagt. Was natürlich gut zusammenpasst, ist die Farbe Senf auf der Deichbasic. Mit dem Seiden. Also da könnte man ein wahnsinnig tolles Tuch stricken und ich habe da heute mal ein bisschen rumgestöbert und habe euch mal zwei, drei sind alles kostenlose Anleitungen. Und zwar habe ich einmal gefunden, was mit zwei Garnen eben halt funktioniert. Das ist eine kostenlose Anleitung im Internet. Es ist so ein asymmetrisches Dreieckstuch. Und zwar
von, also das Tuch heißt Victoria und das ist von Goldhaus of Yarn. Also hier unten, es ist ja eine kostenfreie. Ich stelle die drei Anleitungen, die ich rausgesucht habe, auch unten in die Infobox rein. Vielleicht nicht heute, aber morgen. Also dann müsst ihr die nächsten Tage nochmal gucken, bis ich es rein habe, weil mit dem Handy ist immer alles so ein bisschen kompliziert. Also das finde ich ist ein wahnsinnig tolles Tuch, was man so mit zwei Farben stricken könnte. Entweder nur aus Seide, Merino oder man mischt sie halt mit einer Deichbesig oder mit einem anderen Garn. Eure Vorlieben könnt ihr da freien Lauf lassen. Dann habe ich, was ich auch ganz toll finde, ich habe eine Seite entdeckt, da gibt es ganz viele kostenlose Anleitungen. Vielleicht kennt ihr die ja. Und zwar ist das die Manos de Uruguay. Manos del Uruguay. Und da finde ich diesen Schal, der passt doch auch wie Faust aufs Auge. Es ist ein ganz Schal, ist ein ganz normales Dreieckstuch. Aber wie gesagt, auch mit zwei Farben gestrickt. Einmal ein bisschen anfangen mit Uni. Da. Stopp, stopp, stopp. Ich habe es nämlich aus Versehen wieder mit weggenommen. So, wo sind wir? Hier sind wir. Also, wie gesagt, diese Sache, da könnte man mit der Deich Basic diesen Howlett und dann könnte man noch mit der Seide der nachher fäden, denn es geht ja dann zweifarbig unten und zum Schluss ist unten dann nur noch die Kante mit der Farbe. Oder man macht es genau umgedreht, macht es nicht mit dem Howlett, sondern macht es dann mit dem Senf von der Deich Basic und nimmt dann dazu also die Deichsilky. Und dann könnte man, wie gesagt, so. Ich werde es bestimmt so machen, weil ich finde, dass die Färbung und auch dieses Tuch finde ich total toll. Aber man kann da Farben nehmen, wie man möchte. Ich habe dann noch eine Tuchform entdeckt, die auch so für zwei Garne, die so in der Lauflänge genommen werden können. Und zwar ist das The Interesting Bits. Auch auf der Mano del Uruguay Seite. Und das wird so mit Hebemaschen gestrickt. Mal gucken, ob noch ein anderes Foto mit bei ist. Und das könnte ich mir auch gut vorstellen. Hier sind nämlich die Charts so ein bisschen drin. Also es ist ja eine kostenlose, deshalb kann ich euch das so gut zeigen. Das kann man sehr gut mit der Wolle stricken. Und was ich auch vorhabe, ach, was ich alles vorhabe, Kinder, der Tag, wer schenkt mir? Jeder von euch schenkt mir mindestens eine halbe Stunde. Dann würde ich aber wahnsinnig viel dazu gewinnen. Wie heißt das? Der Dentado Scarf. Also das ist ein Schal, das ist kein Tuch diesmal. Und der wird so in diesem, so eine Art Zackenmuster, aber nicht ganz. Aber wie gesagt, eben teils mit zwei Farben. Und in dem einen kommen dann die Streifen. Ja, kann man auch machen. Also der ist auch wahnsinnig toll, wie ich finde. Hier ist er nochmal im Ganzen so zu sehen. Kinder, jetzt sehe ich erstmal die Uhrzeit. Es ist ja schon 1 Stunde und 9 Minuten. Wir sind heute ein bisschen länger. Ich hoffe, es stört euch nicht. Dafür, dass ich jede Woche jetzt mache, aber mal ist eine Folge kürzer, mal nicht. Also wie gesagt, gibt es einen im Internet. Es gibt da wahnsinnig tolle Mützen, Schals, Stulpen, Pullover, alles und auch tolle kostenlose Anleitungen. Und einen Garn habe ich euch noch unterschlagen. Also wie gesagt, den Howlett Light hatte ich euch gezeigt. Und dann gibt es noch die graue Maus.
wieder drin. Also es ist sozusagen auch mit hell, dunkel marmoriert, ein Grauton. Mal mehr, mal weniger. Und davon habe ich 4 Stück drin. Also, ja, ich hoffe, es ist was dabei für euch. Ich hoffe, derjenige, der möchte, bekommt auch was ab. Wie gesagt, nächste Woche kommt das Perlgarn, weil Atelier Zitronen hat jetzt erstmal Urlaub. Sollen sie machen? Sommerurlaub. Ich habe erst Ende Juli Urlaub und will euch nur mal zeigen. Jetzt habe ich den so zusammen gemacht, dass das Seller ist. Also wie gesagt, die kann man natürlich auch wahnsinnig gut miteinander kombinieren und sich ein Tuch draus stricken oder ein Oberteil. Man kann aber auch, wie gesagt, diese graue Maus mit einer Deichbesig gut verstricken zu einem Tuch. Die passen auch sehr gut. Das ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ist nicht der Howlett, sondern ist ein anderes. Oder es ist der Howlett. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Also, wie gesagt, da könnt ihr ja selbst die beiden zusammen, kann ich mir sehr gut in einem Tuch zusammen vorstellen. Also, da sind, wie gesagt, eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber meine Grenze ist jetzt erreicht. Ich bin fertig mit meinem Update. Ich sage, dass ich die jetzt noch fotografieren werde und dann die Bilder so nach und nach hochlade. Also heute am späten Abend ist der Shop auf alle Fälle aufgefüllt. Sagen wir mal so, ab 22 Uhr bis dann bin ich durch. Denn jetzt haben wir es gleich 4 und. Oder bestimmt schon durch. Ich habe ja 4:45 werden wir es haben. Aber mein Mann ist noch nicht da, sonst hätte es schon gepfiffen. Eine Frage habe ich noch. Und zwar betrifft auch mein Shop. Ich habe mal eine Frage. Wie sieht es aus? Gerade nachher in Bezug auf, ja, wir sind jetzt in der zweiten Jahreshälfte. Also man muss auch nicht nur für sich selber den Adventskalender, sondern wenn man jemanden eine Freude machen möchte und halt Wolle verschenken möchte. Ich bin am Überlegen, ob ich so eine Rubrik reinnehme, Gutscheine, dass ich euch dann anfange von 10 Euro bis sagen wir mal 100 Euro einen Gutschein. Und den würdet ihr bekommen und demjenigen, dem ihr diesen Gutschein schenkt, dann machen wir mit Nummer oder so. Da weiß ich dann, was es für einer ist und dann kann derjenige bei mir selber sich im Shop die Wolle aussuchen für diesen Gutschein. Und ja, vielleicht wäre das auch wieder eine Idee. Schreibt mal unten runter, sagt Anne immer. Ich sag jetzt auch, schreibt mal unten runter. Wäre was für euch, wäre es nicht. Also Gutscheine, dann müsste ich erstmal so eine Gutscheine basteln und mir da ein bisschen was ausdenken. Und dann würde ich das auch so reinstellen und dann würdet ihr diesen Gutschein sozusagen bekommen. Könnt den dann zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder zu Ostern, das bleibt dann das ganze Jahr über drinne, könnt den Gutschein verschenken und derjenige, den ihr dann eine Freude damit macht, der kann dann bei mir auf dem Shop rauf in den Shop reingehen, nicht rauf, ja, und kann dann sagen, Mensch, ja, das Garn oder die Stricknadel, ich will ja das Zubehörbeteil jetzt wieder ein bisschen noch ausbauen. Und auch die Knit Pro und die Adi-Nadeln eventuell noch mit reinnehmen und nicht nur Shiagu. Ja, vielleicht wäre das auch mal eine Frage. Schreibt mal unten runter, weil ansonsten kann man ja sowas nicht kommunizieren, ob ihr auch eventuell an solchen Nadeln wie die Adi Novell oder
die Prüm-Ergonomics oder so, ob ihr an diesen Nadeln auch interessiert seid. Also ich habe einen Großhändler, der die im Angebot hat, sodass ich die Nadeln dann, ja, man ballert sich ja nicht ganz doll voll. Also ich würde diese Nadeln dann pro Stück, also pro Nadelstärke oder so, habe ich dann eine vorrätig, sodass man dann verschicken kann. Aber wenn jetzt mehrere was bestellen, dann würde diese Bestellung nicht so schnell gehen wie die Garne. Die sind ja immer im Shop. Also wenn ich die im Shop habe und ihr bezahlt mit PayPal oder per Überweisung, dann geht ein, zwei Tage später, je nachdem, was für ein Wochentag es ist, geht ja dann das Päckchen an euch raus. Ich sage auch noch mal dazu, es gibt auch den Wickelservice. Also wie gesagt, wer gerne möchte, der kann dann auch den Wickelservice in Anspruch nehmen und ich schicke dann nicht den Strang, sondern ich schicke es dann so zu euch. Und ja, das, da will ich noch was fragen. Und dann könnt ihr, wo war ich jetzt? Ach so, und die Nadeln, die wären dann eventuell mit einer Lieferzeit von 5 bis 8 Tagen, weil wenn ihr die bestellt bei mir und ich sie nicht gleich da habe, ich brauche den Händler nur anrufen und habe 2 Tage später die Nadeln, sodass die dann 3, 4 Tage später bei euch sind und innerhalb von 5 bis 8 Tagen, so steht es eigentlich auch bei mir in den AGBs drin, also da auch mal nachlesen. Also manche Sachen brauchen dann eben halt ein bisschen länger und dann müsst ihr eben halt Bescheid sagen. Und ja, also ich würde die dann bei auch noch in den Shop mit aufnehmen, wenn das Interesse daran besteht. Ansonsten behalte ich die Shiagu-Nadeln nur drinne. Aber ich habe jetzt auch, wie gesagt, mit den Ergonomics gestrickt und auch mit den Novell. Ja, und ich weiß, dass einige von euch die auch gerne haben möchten und dann kann ich die auch mit reinnehmen in den Shop. So, das war das. Der Kaffee ist fast fertig. Und da hinten kommt schon wieder eine Gewitterwand. Wir hatten ja gestern erst. Ich habe jetzt noch eine private Frage. Und zwar, die meisten von euch kennen ja dieses Garn, Holzgarn. Und ich habe doch mal in einem Paket 2 Knäuel davon bekommen. 2 Knäuel sind aber nur 575 Meter. So. Und ich habe eigentlich gedacht, hat einer zufällig noch, weil die Serie gibt es nicht mehr. Vielleicht in einer passenden Farbe noch ein so ein Knäuel oder auch zwei, dass ich 200 Gramm habe. Ich würde mir da gerne nachher was draus stricken und 575 Meter reichen leider nicht. Und nur ein Tuch stricken möchte ich nicht. Also ich würde gerne, ich habe schon mal geguckt, aber wie gesagt, diese, wie heißt sie, Samarkand, das ist auch 75% Schurwolle und 25% Seide. Und ja, es muss nicht die Nummer unbedingt sein. Also wer ungefähr was Passendes hat, ob es in so einem Ton ist oder in einem Grünton oder in einem Blauton oder noch ein anderes. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn eventuell jemand sagt, okay, in meinem Stash liegt noch ein so ein Knäuel rum, der schreibt mich bitte an und dann würde ich im Tauschpaket irgendwas anderes dafür schicken. Das wäre ganz doll nett. Das war jetzt noch mal so ein Hilfeaufruf in eigener Sache. Und damit bin ich jetzt durch. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich freue mich wahnsinnig auf das Wochenende, weil ich freue mich, ein bisschen zu stricken und hier noch ein bisschen rumzukrebeln. Ich hatte ja erst vorige Woche so richtig Tabula Rasa gemacht, habe auch 2 Pakete an die Düsseldorfer Wollengel weggeschickt. Tanja, ich hoffe, die sind alle sind angekommen. Also laut meinem Sendebericht sind sie angekommen. Hoffe ich mal. So, dann bleibt alle schön gesund. Und ja, wir sehen uns nächsten Freitag wieder.
dann habe ich das Perlgarn schon da und vielleicht habe ich es auch schon geschafft und habe das Perlgarn denn auch gefärbt. Und ja, wir werden mal sehen, ob es dann auch so in diese Richtung geht oder eher mehr in Semi oder Deichscharf, lässt sich was einfallen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ja, ich schneide jetzt die Videos zusammen und dann sehen wir uns nächste Woche. Tschüssikowski, eure Kiwi. Ciao und danke fürs Zuschauen.